Servus zu einer neuen Folge Strong Personality. Heute gebe ich dir drei Gründe, warum eine gute Technik so essentiell wichtig ist. Ja? Durch gute Technik hast du gleichzeitig mehr Muskeln und weniger Verletzungen. Warum das gut ist, zeige ich dir jetzt. Are you listening? Damn. Grund Nummer 1 natürlich, bei einer richtigen Technik, wenn du richtig aufwärmst und richtig trainierst, hast du viel, viel weniger Verletzungen. Du hast viel, viel weniger Verletzungen, das heißt, du kannst ohne Pause, ohne lästige Verletzungspause durchtrainieren, was dir dann schlussendlich auch viel, viel mehr Muskelwachstum bietet, ja, weil wenn du konstant durchtrainieren kannst, dann ist es das Beste, was dir in deiner Trainingskarriere passieren kann, wenn du so wenig Pausen wie möglich drinnen hast. Punkt Nummer 2, eine gute Technik stellt sicher, dass auch die richtigen Muskeln richtig beansprucht werden. Ja, das heißt, wenn ich jetzt einen Bizeps-Curl mache mit mega viel Schwung, dann arbeitet der Bizeps nicht richtig mit, sondern du holst den Schwung einfach aus dem Rücken, aus den Beinen. Und ja, der Bizeps wird dann eigentlich nicht richtig beansprucht, nicht richtig belastet, was auch ein Grund sein kann, warum er nicht wächst. Ja, viele nehmen nämlich viel zu viel Gewicht beim Bizeps-Training, was sie eigentlich so mit normaler, richtiger Technik, also ohne Schwung, gar nicht bewältigen könnten. Ja, das sieht man dann im Studio. Fühlen sich dann wieder größte Hulk, weil sie 40 Kilo oder 50, 60 Kilo Bizeps-Curls machen. Aber im Endeffekt würden sie nicht mal die Hälfte schaffen, wenn sie die richtige Technik anwenden würden. Dann Punkt Nummer 3. Wenn du die richtige Technik hast, dann stellt es auch sicher, dass du ein schnelleres Muskelwachstum bekommst. Weil wenn, wie schon, es korreliert mit dem Punkt Nummer 2, wenn die richtigen Muskeln richtig beansprucht werden, dann wächst der Muskel natürlich sehr, sehr gerne. Ist ja klar, wenn er weiß, hey, du, da ist ein bisschen Beanspruchung, der bin ich nicht gewachsen, dann passiert Folgendes im Muskel, er adaptiert, das heißt, er passt sich der Belastung an. Das heißt, wenn ich jetzt einen schweren Bizeps-Curl-Satz mache mit richtiger Technik, verletze ich mich weniger und der Muskel oder die Muskelwächter, sagen wir mal, stellen wir uns mal so vor, das sind kleine Muskelwächter im Muskel versteckt, die sagen dann, hey Leute, wir schaffen die Arbeit nicht mehr, wir brauchen mehr, wir müssen wachsen, wir müssen dran bauen. Ja? Und das passiert dann im Muskel, das heißt, der Muskel wächst in den Regenerationsphasen und baut dann quasi wieder mehr, stellt dann mehr Wächter ein, um quasi den Muskel ja, aufzubauen. Dass der Muskel größer ist, dass der Muskel dann auf die nächste Belastung vorbereitet ist. Das heißt dann, wenn du das nächste Mal, überspitzt gesagt, wieder Bizeps-Curls mit demselben Gewicht machst, denkt sich der Muskel, ich weiß schon, was kommt. Ich habe schon vorgesorgt. Ich bin jetzt stark genug, um das zu schaffen. Ja, und das ist ja das Ziel von uns. Das Ziel, dass wir ja, so gesund wie möglich Muskeln aufbauen. Denn wir wollen nicht ständig verletzt sein. Wir wollen auch nicht mit 40 schon irgendwelche Gelenkserkrankungen haben oder irgendwelche Sehnenscheidenentzündung, irgendwelche Bänderrisse, was weiß ich, weil wir einfach schlechte Technik benutzt haben. Das wollen wir nicht. Ja? Wir wollen langfristig trainieren können, gesund trainieren können und was wir auch wollen, ist natürlich Muskeln haben. Deswegen mein Tipp an euch, trainiert bitte mit richtiger Technik. Das sind die drei Gründe, die wirklich sehr, sehr wichtig sind. Schaut das Video ganz an. Habt ihr wahrscheinlich eh schon gemacht. Nein, Spaß. Teilt das Video mit euren Freunden. Gebt mir ein Like nach oben. Und gebt mir ein Abo natürlich, damit die Community besser wachsen kann. Würde mich sehr, sehr freuen. Und kurze Frage zum Schluss. Ich habe mir jetzt hier ein Trainings-T-Shirt machen lassen. Schreibt es mal in die Kommentare, wie findet ihr das Logo, wie findet ihr das T-Shirt allgemein. Ich finde es sehr, sehr cool. Ich freue mich mega drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Viel Spaß beim Training. Ciao. You can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody who wants to run.